Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play. Das TB... Was war das jetzt gerade für eine Moderation von mir? Und jetzt mal die Musik ein bisschen lauter. Ich glaube, das ist langsam auch bei mir schon zu einem Running Gag geworden. Jetzt erstmal die Musik noch ein bisschen lauter machen. Jetzt erstmal das noch ein bisschen lauter machen. Aber egal, ihr kennt mich, ihr liebt mich. Hoffe ich zumindest. No homo und so. Nee, auf jeden Fall. Willkommen jetzt zurück zu einer weiteren Folge von TBP. Jetzt habe ich schon die zweite Moderation. So, ich habe jetzt eigentlich nicht so wirklich viel geplant, was wir machen können. Tag ist es schon. Es gab ein Modpack-Update. Und zwar ist der Mod AgriCraft dabei. So, ist noch irgendetwas dazugekommen, wovon ich nichts... Genetics war schon drin, stimmt. Ich glaube, ansonsten ist gerade nichts dazugekommen. Aber mit Genetics würde ich eigentlich ganz gerne nochmal was arbeiten. Genetics sage ich schon. Mit Enchip. Ich habe es heute wieder, ihr merkt es schon, ne? Meine Güte, ich wollte eigentlich etwas mit AgriCraft arbeiten. Und zwar, wenn wir mal hier AgriCraft eingeben. Es gibt hier diese Valves. Es gibt diese Irrigation Channel und diese wurden Water Tanks. Damit wollte ich eigentlich was arbeiten heute. Und zwar hatte ich mir das überlegt, dass wir hier drüben in die Seite einen fetten Wassertank reinbauen, der dann hier die Felder bewässert. Ich würde sagen, da fangen wir doch gleich mal mit an. Ja, den machen wir auch jetzt nicht zu groß, gerade so, dass das reinpasst. Sagte er und plante schon das erste Monsterprojekt in dieser Staffel. Nee, ich würde ganz gerne Ja, Schulzeit hat angefangen, das kann ich mal reden. Ihr merkt das, ne? Ich würde ganz ehrlich gerne mal so ein bisschen was mit den Pflanzen hier arbeiten. Klingt irgendwie alles ein bisschen komisch, was ich gerade ausdrücke. Also, ich kenne das wohl gar nicht diesmal von mir, bin ich ehrlich. Ups. Komm, mach mal das hier noch gerade weg. So, so. Ja. Ja, bei mir hat heute die Schule angefangen. Also diese Folge, die werde ich wahrscheinlich gleich noch hochladen müssen. Weil ich habe gestern... gerade eben erst gesehen, dass ihr schon seit ein paar Tagen keine Folgen hattet. Ich glaube, das müssen seit 2 sein. Das geht ja gar nicht klar. Ihr braucht eure tägliche Ration durch. Das geht ja überhaupt nicht. So. Dann bauen wir jetzt hier den Watertank rein. Schauen wir mal, ob da im Lager irgendwo noch was Holz ist. Ja, das ist jetzt heute mal voll. Müssen wir eigentlich auch noch was machen. So, Dirt rein, das da rein. Koppel kommt hier rein. Ups. Oh. Ich muss sogar meine Tastatur was anders hinlegen. So. Holz brauche ich. Das geht auch mit Dark Oak Wood. Müsste doch. Wenn nicht, würde es mich stark wundern. Dark Oak Wood, ja. So, dann gehen wir erstmal in das Lager. Alter, ich liebe es. Ich finde, es sieht einfach so geil aus. Also hier mal dicken Respekt an den lieben Streetdigger. Auch hier diese Windmühle. Ah, schade, ich hatte eigentlich hier... Ja, muss ich mal schauen, wie ich das mache. Ich wollte noch einen Weg zu mir bauen. Muss ich dann mal überlegen. Ein bisschen overfinden. Ich hab grad... Nein! Ich will mal gerade ganz kurz was testen. Ja, dachte ich mir. Okay. Problem ist, hier dieser Bereich ist im Spawn. Und das ist genau der gleiche Fehler wie in der ersten Folge. Hier werde ich jetzt auch nichts machen können, außer hier. Ja. Verdammt. Achso, das war die Christian von Crazy hier. Verdammt. Guck, machen wir jetzt mal um. Gut, dann müssen wir erstmal wirklich mit dem was arbeiten, was wir haben. Ich glaube nicht, dass das so viel sein wird. So, ich werde mich auch dann nachher nochmal ransetzen, neue Musik raussuchen, weil die geht mir einfach so derbe auf die Eier mittlerweile. Also die gerade geht, ich habe jetzt mal die rausgeholt, die ich noch in Ordnung finde. Das ist eigentlich wirklich nur diese ganzen Remix-Geschichten. Aber halt sowas wie... Ach, warte mal, die können wir ja noch nachschmeißen. Kommt das da rein? Hier ist ja noch Strom drin. Schmeißen wir das mal rein. Können wir gerade noch mal was zwischendurch verarbeiten. Sollte ja klappen. Okay, das ist einfach so. Davon mache ich jetzt mal gerade so 2 Stays. So. Dann brauche ich den hier. Davon brauche ich einige. Okay, da brauche ich natürlich mehr Holz. Ups, das war ja gar nicht der. So. Ich glaube, da müssen wir nochmal in Holz nachfahren gehen. Auf jeden Fall wollte ich da eine unendliche Wasserversorgung da noch reinknüppeln. Also wenn ihr jetzt hier seht, das verbindet sich. Ja, das... Gut. Moment. Hat sich das doch nicht verbunden? Ah, okay, man muss hier wirklich so einen Kuboid machen. Ja. Also ich habe mit AgriCraft halt noch nie gearbeitet. Oder? Ich bin mir nicht so wirklich sicher. Was haben wir denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Ah, dann müssen wir gleich kommen. Reißen wir das mal gerade ab. Und dann machen wir halt wirklich mal so ein 5x5. Oder 6x6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Dann müsste ich hier 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. So. Dann haben wir den Kuboid. Und das war auch schon. Hier passen schon 9600 Water, also Millibuckets Wasser rein. Ist schon mal ein schöner Anfang. Oh, hier haben wir noch Dark Oakwood. Da wir noch zurückschüsseln können. Das ist sehr schön. Komm. Hauen wir jetzt mal gerade raus. Entschuldigung. So. Alter, 288.000, nicht schlecht. So. Ja, die haben sich jetzt halt noch nicht verbunden. Steht da eigentlich... Ja, super, wow. Also wir brauchen auf jeden Fall noch einiges an Holz dafür. Gut, haben wir noch was? Bronze haben wir? Haben wir nicht? Oder nicht? Ich habe echt kein Bronze mehr. Hier haben wir noch was Lead, aber das hilft uns gerade herzlich wenig weiter. Dann schmeißen wir hier nochmal was Kohle rein, dass hier jetzt sonst was produziert wird, dass das weiterläuft. So, in der Zwischenzeit kann ich eigentlich mal ganz schnell hier die Felder abernten. Ups, da bin ich runtergefallen. So. Wir sind aber eigentlich immer noch am Diskutieren, was wir für eine Query nehmen. Also, wir haben auch so zwischendurch noch ein bisschen Kontakt außerhalb des Let's Plays, ne? Also, wir sind nicht so, oh cool, der ist auf dem Server, da können wir endlich mal wieder reden. Nee, nee, so ist es nicht. Ja, komm, dann machen wir das jetzt einmal so. Ich weiß ja, ihr wollt auch mit dem... Nee, nee, nee. Ich wollte gerade einfach einen blöden Spruch raushauen, aber... Nee. Kann ich so nicht bringen. Schauen ja auch noch andere zu, die halt sowas mal nicht hören dürfen. Der Schwarztweet. So. Die Potatoes kommen da rein. Die Karotten. So. Ich hatte jetzt auch letztens noch eine wunderbare Unterhaltung mit Trivolo zusammen auf dem Xnet-Server, also auf dem Infinity-Server vom Xnetrack oder Netzrack. Ich bin ehrlich, ich habe da null Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ob das Rack oder Rack ausgesprochen wird, aber ich glaube eher Xnetrack. Also auf jeden Fall hier auf dem Server von dem, wer da gerne mal reinschauen möchte, der Trivolo streamt da öfters mal drauf. Schaut bei dem mal auf dem Twitch-Kanal vorbei. Waren wir jetzt einfach mal vorgestern Abend, waren wir da was am Plaudern, was passiert. Wollte ich gerade erzählen, dass ich bei einem Kumpel war und der sich jetzt auf der Gamescom ordentlich was an RAM bekommen hatte. Also der hat da ungelogen an einen 128 GB RAM gewonnen. Okay, da gehe ich jetzt nicht. Nee. Auf jeden Fall hat er da 128 GB RAM gewonnen. Habe ich dann erstmal so erzählt. Was passiert jetzt erst, als wir da von einem Spezialisten hören? 128 GB RAM würde ich ja niemals im PC einbauen, das lohnt ja gar nicht. Würde ich ja eher in den Root einbauen. Also, ich habe da wirklich nur im Trivolos Stimme gesagt, bei Trivolo schon gemerkt, der denkt sich gerade, bitte was? Das hat er gerade nicht ernsthaft gesagt. Und ich habe echt nur auf die erste Reaktion von Trivolo gewartet und ich denke nur, ist jetzt im Ernst, dem seine Eltern müssen doch irgendwie Kinder sein, Geschwister sein. Anders kann man sich das nicht vorstellen. Was mache ich denn jetzt hier? So. Ja, also Intelligenzquotient meiner Meinung nach ist dann nicht so wirklich groß. Habe ich mich gerade voller. Naja, Rekord. Ist nicht so wirklich hoch auf diesem Server. Oder gesagt auf diesem Teamspeak. Ja, wie komme ich das an den Dog Output ran? Ist eine gute Frage. Verdammt. Verdammt, 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 wie bekomme ich Dark Awkward? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Auch hier wieder extra mit wundervollen Chunk-Ladefedern, nur für euch. Wo haben wir hier Dark Awkward? Ah, da hinten sehe ich es doch schon. Ah, ich glaube, da hatte ich ja nochmal ein paar Pilze gefarmt. Ja, wofür ich da Pilze gefarmt habe, das könnt ihr vielleicht, wenn das so klappt, wie ich mir das vorstelle, wird es so eine kleine Produktionsfolge geben. Und ich wette, ich hätte vorher die Hatchet. Mist. Ich glaube, wir müssen hier echt mehr als eine, hier die... Wie heißt es? Als den Mattock benutzen. So. Mann, ich habe gerade wieder voll Bock auf ein neues Projekt. Was ich mal ganz kurz sagen kann, apropos neues Projekt. Ihr habt ja mitbekommen, dass es schon länger keine Folgen gab von Portal Stories. Ich hänge so unglaublich fest bei diesem Spiel. Ich hatte wirklich nochmal... Ich habe mir geschworen momentan. Und daran halte ich mich momentan. Ich mache momentan immer eine Folge von Portal Stories. Und wenn ich dann nicht weiterkomme, lösche ich die. Weil ich habe jetzt wirklich schon 5 Folgen aufgenommen, wo ich einfach nur in dieser einen Testkammer sitze. Und hier unterbreche ich mal ganz kurz die Aufnahme. Bis gleich.